Sensations-Comeback in der Bundesliga, der Weg nach Europa ist für Rapid jetzt frei und Bill Gates auf der Gästeliste von Didi Mateschitz. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem Krone AD Sportstudio. Paukenschlag bei der Admira. Nach dem Fehlstart mit 0 Punkten sowie dem Rückfall auf den Abstiegsplatz holt Felix Magath Clublegende Ernst Baumeister als Sportdirektor zurück an Bord. Der 63-Jährige musste im Oktober 2018 als Trainer gehen und arbeitete zuletzt als Sportchef in Stripfing. Baumeister soll den Niederösterreichern jetzt wieder Flügel verleihen. Erstmals seit dem 10. November liegt die Admira nämlich wieder auf dem Abstiegsplatz. Als einziges Team hat man in der Qualifikationsrunde noch nicht angeschrieben. Am Dienstag steigt das Niederösterreich-Derby gegen St. Pölten. Rapid gibt die passende Antwort auf den missratenen Start in die Meistergruppe der Bundesliga. Dem 0:2 in Salzburg samt drei Verletzten lassen die Hütteldorfer am Sonntag gegen Sturm Graz einen 4:0 Heimsieg folgen. Dabei war vor allem die Jugend Trumpf. Der 21-jährige Kelvin Arase erzielte zwei Tore, der 18-jährige Leo Kreiml überzeugte in der Abwehr ebenso wie der eingewechselte 17-jährige Yusuf Demir im Finish. Dadurch fielen die Ausfälle von Christopher Dibon, Mario Sonnleitner, Thomas Murk, Matteo Baratsch und Richard Strebinger nicht ins Gewicht. Rapid liegt jetzt schon 6 Punkte vor dem 5. Hartberg und 7 vor Sturm. Die Top 4 scheinen abgesichert, der Weg nach Europa somit frei. In Torlaune präsentieren sich einmal mehr die Bullen, die den nächsten Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung in der Bundesliga machen. Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch fertigt den TSV Hartberg am Sonntag mit 6:0 ab. Matchwinner ist Patson Dacker, der gegen die Steirer dreimal trifft. Mit 21 Saisontoren fehlen Dacker nur noch zwei Treffer auf den Führenden der Torschützenliste Sean Weißmann vom WAC. Damit gewinnt man auch das zweite Spiel der Meistergruppe und baut den Vorsprung in der Tabelle auf 7 Punkte aus. Dahinter kommt der WAC, der auch nach den Sonntagsspielen erster Verfolger von Red Bull Salzburg bleibt. Die Kärntner holen in einem verrückten Torreigen gegen den LASK ein 3:3 nach 0:2 Rückstand. Nach einem Tor von Michael Nowak in der 89. Minute liegt der WAC sogar auf Siegkurs. Doch Samuel Tete besorgt in der 91. Minute den Punkt für den LASK. Erstmals seit April 2019 sind die Oberösterreicher jetzt schon zwei Spieler hintereinander sieglos. Wie jedes Jahr brodelt es vor dem Formel 1 Grand Prix von Österreich gehörig in der Gerüchteküche. Wie die Krone erfuhr, soll heuer kein Geringerer als Bill Gates auf der Gästeliste von Didi Mateschitz stehen. Der Gründer des weltweit größten Softwareunternehmens Microsoft und zweitreichster Mensch der Welt soll beim Rennen am 5. Juli in Spielberg mit dabei sein. In der Steiermark steigt er bekanntlich der Geisterauftakt in der Formel 1, aufgrund des Coronavirus leider ohne Zuschauer, aber wohl einmal mehr mit hochkarätigen Gästen. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.